Die LMBV hat großen Anteil daran, dass aus einer ehemaligen Bergbauregion das Lausitzer Seenland im Entstehen ist. Mit dem Anfang Juni 2013 feierlich eingeweihten Koschener Kanal sind erstmals zwei Lausitzer Bergbaufolgeseen schiffbar miteinander verbunden worden, der Senftenberger und der Geierswalder See. Der mehr als 1000 Meter lange Kanal ist bis zu 70 Meter breit. Er verfügt über zwei Tunnel und eine Schleuse, um 2 Meter Höhendifferenz zu überwinden. Der Senftenberger See, 40 Jahre schon lang die größte Badewanne der Sachsen, wird jetzt mit dem Lausitzer und damit auch dem sächsischen Teil des Seenlandes verbunden. Und das wird die touristische Attraktion weiter erhöhen. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen in einer Region, die früher von Kohle und vom Bergbau geschunden war, jetzt neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnet. Dann machen wir das. Ja. Ist schöner als das andere geworden. Und heute zweifelt keiner mehr dran. Selbst bei bescheidenem Wetter strömen die Leute her. Und wir haben am Hafen mit Menschen geredet, die gesagt haben, ey, dass wir das in Senftenberg noch erleben dürfen. Also das ist so viel Schönes zusammen. Da kann man nur sagen, das ist ein ganz wichtiger Tag für die Lausitz. Und wer bisher nicht geglaubt hat, dass die Lausitz sich auch einen Weg mit neuen Inhalten suchen wird, ich glaube, ab heute wird der Glaube zunehmen. Seit seiner Eröffnung ist der Koschener Kanal eine Attraktion für Wasserwanderer aus nah und fern. In den kommenden Jahren werden weitere Kanäle im Auftrag von Brandenburg und Sachsen gebaut. Ziel ist es, mittelfristig 10 der 25 Seen des Lausitzer Seenlandes für den Bootstourismus miteinander zu verbinden.